Tomatis. Oh. Da ist wieder ein Bison und hier ist auf jeden Fall ein gutes Vorkommen von irgendwas. Ich weiß nicht, was es ist. Könnte Metall sein. Warte mal. Mal kurz also geschoben Eisen. Wird. Könnte sein, ja. Soll ich mal einen Waypoint setzen? Kannst du den sehen? Wiss ich nicht, keine Ahnung. Aber das können wir uns ja bestimmt auch wieder highlighten über die einzelnen. Wo bist du Sachen, ungefähr? Die man auswählen kann. Das ist bei 619, 50, 194. Warte mal, also. Moment. Mach doch mal die Karte. Gab es nicht irgendeine größere Karte, sag mal? Wüsste ich nicht. Aber hier, guck mal, hier bist du. Ja. Einfach den Fluss lang. Hier. Ja, ach, da das siehst du mich da, ja auch. Boah, das ist ja Marsch der Heide. Das ging so schnell, hier hinzulaufen. Wirklich, ja, echt. Das stimmt. Wir haben am Anfang halt auch die kleine Wanderschaft, die wir durchgemacht haben, quasi ging ja auch relativ zügig. Ja, das ist nicht wirklich weit. Die Tomaten sind hier gar nicht mehr. Noch nicht reif wahrscheinlich. Oh, die sind oben. Da ist noch eine Tomate. Tomatis. Wenn wir richtig gute Werkzeuge haben, dann können wir auch mal in einer Höhle durch die Gegend touren. Und dann erstmal so ein bisschen was an Rohstoffen abfarmen. Schon alles weggefarmt hier, ey. Ja, ist eine relativ kleine Spielwelt. Also, wenn man nicht irgendwie. Überrascht mich, muss ich sagen. Ich finde es aber gut, muss ich ganz ehrlich sagen, weil so musst du halt auch ein bisschen Haushalt mit dem Zeug. Du musst halt tatsächlich auch mal wieder neues Zeug anpflanzen und so ein Kram, ne? Also, du kannst nicht einfach alles abbauen und dann. Du musst erstmal 15 Skillpunkte haben. Das war gerade so ein bisschen das Problem an der Sache. So, wir können überlegen, wie weit wir denn hier. 1, 2, 3, 4. Das ist ein bisschen schmal, wa? Also hier ist jetzt gerade nichts mehr. Ich habe alles weggesammelt. Boah, diese Woodlocks, ey, sind so schnell alle. Das ist unglaublich. Man bräuchte hier so einen Sklaven. So einen Arbeitssklaven. So, dann können wir hier unten auf jeden Fall unsere Angelstelle machen. Hier unten am Fluss, das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Boah, schön. Ja. Ein paar Fischis fangen oder so. Na, vor allen Dingen, wie ist denn das beim Angeln? Also, du kannst ja diesen Skill sicherlich lernen. Und dann kannst du bestimmt auch so ein Buch da irgendwie herstellen. Und dann kannst du diese Scrolls dafür herstellen. Dann kann ich das nämlich auch. Ja, das weiß ich ja nicht, ob das... Ja, das ist doch wie beim Farming. Du kannst doch jetzt auch die Sachen, die ich gelernt habe, weil du halt diese Schriftrolle da hattest. Ja, setzt voraus, dass wir die Rohstoffe haben, ne? Ja. So. Wo ist denn die Dings gelandet? Ich bin wieder da. Bebe. Ach, danke. Bebe. Rie. Oh, pass mal, ich baue mir hier vorne so einen Stockpile. Sehe ich dich jetzt eigentlich wieder? Ah, du bist hier gar nicht, ne? Na, ich bin doch beim Haus gerade. Doch da drüben, aber ich sehe dich trotzdem nicht. Doch, ich sehe dich wieder. Haha, schön. Hä? Da drüben. Das bin ich gar nicht. Klar. Ich stehe hinter dir. Hä? Dann ist dein... Das ist ja geil. Dann ist dein Char also bei mir da hängen geblieben. Eine Spiegelbildprojektion. Ja, aber guck mal, ich sehe ja was... Also du machst irgendwie... Nee. Pass mal auf, ich baue jetzt hier hinten. Nee, hier... Am Haus habe ich jetzt direkt das Dings gebaut hier. Ja. Ein Stockpile. Aber, hallo? So toll, Spitzhackenkopf oder was? Ja, aber das ist ja merkwürdig, dass der Char dann hier jetzt irgendwo festhängt hier. Toll. Naja, gut. Dann muss ich mich ja nicht wundern, dass ich dich nicht mehr sehe. Ich habe mich versteckt vor dir. Getarnt. Ist das eine schöne Terrasse hier jetzt, ja? Oh, ist es dieses... Naja, das wird der nächste Anbau vom Haus. Wo wir irgendwie so ein bisschen was reinstellen können. Was? Mit einer Tür? Hier dort, wo das Fenster ist, da gibt es eine Tür? Ja, kann man machen. Okay.
So ist was, ne? Also hier sind immer mal wieder Sachen fertig. So. 14 mal gegrillte Bohnen. Da können wir gleich noch ein bisschen was herstellen. So, eine Tür. Boah, da. Oh, so viele Böhnchen. Also eigentlich dürfen wir uns jetzt wirklich keine Sorgen ums Essen machen. Wir haben echt viel. Wirklich jetzt. So viel. Das ist ein Wainwright Table. Wer ist der Wainwright? Keine Ahnung. Weiß ich leider nicht. Latrine. Latrine bauen. Ah. Boah, cool. Wir können ja so ein Mühlrad bauen. Und Wasser. Was ist denn das hier? Wasserrad, Wassermühle, Wassermühlenrad. Ihr wisst schon, ne? Ihr wisst, was da Mechanic gemeint ist. Mechanic Skillbook brauchen wir dafür. Oh, eine Windmühle, kann man auch bauen. Ja, cool. Ist aber voll geil, dass man irgendwie auf diverse Kisten zugreifen kann, egal wo man ist. Wooden Strawbett. Naja, endlich mal ein Bett. Auch wenn es nur ein Strohbett ist. Mal gucken, ob ich das lernen kann. Locking, warte mal. Also ich könnte es noch lernen. Okay. Mit meinen letzten zwei Punkten. Na, mach doch. Muss. Hau raus. Ah, sind weg. So, Bett. Ja, mir fehlt hier noch so eine Möglichkeit zu suchen. Ja, die fehlt mir auch. So, wo ist denn jetzt das Bett hier? Wo baut man denn das Bett? Ich weiß es leider nicht. Boah, ey, die Torches, die verbrauchen sich aber schon schnell. Was verbraucht sich schnell? Die Torches. Oh ja. Doa, wo? Hä? Bin ich gerade blind? Ich habe da gerade vorne reingeguckt. Wo baut man denn hier? Ach, hier. Das sieht aus wie. Hä? Warum ist das ein Fass? Wir schlafen im Fass. Alles klar. Und wir brauchen Plant Fibers für. Da haben wir ein paar, aber ich kann noch mehr. Ich brauche 20 pro Bett. Ich glaube, wir haben genug. Ich habe, glaube ich, allein 100 im Inventar. Nee, das sind die Fiddleheads. Haben wir so eine Rohstoffkiste für den normalen Müll? Nee, noch nicht. Also müssen wir irgendwie. Willst du mal eine Kiste noch ins Haus setzen dafür? Na, ich nehme jetzt erstmal hier vorm Stockpile. Passt da nicht ganz gut hin. Ich bringe noch ein bisschen Plant Fiber mit. Mal kurz hier ein bisschen was abhauen. Ist schon ein bisschen teuer, bis man am Anfang überhaupt mal so richtig zu Potte kommt. Mhm. Weil ich bin ja schon mal froh, dass ich schon mal eine Eisenaxt habe, ja. So, Plant Fiber, warte mal. Ich pack das in die Kiste hier noch vom Haus. Auf die kannst du jetzt ja zugreifen. Stück habe ich mitgebracht. Ja. Das kannst du ja dann ins Bett bauen. Ist trotzdem schade, dass die Reichweite nicht so super mega ist irgendwie. In den Kisten habe ich das Gefühl. Die ist schon gut, aber nicht perfekt. Wie lange braucht der denn bitte, um so eine Tür herzustellen? Sag mal, ey. Wo hast du den jetzt reingepackt? Vorne in der Kiste hier. Vor der Hütte. Ah, hier, muss ich mal aktivieren jetzt. Vor, okay, alles klar. Warum sieht denn das Wooden Strawbed aus wie ein Fass? Ich weiß es nicht. Oh, jetzt brauche ich mal alleine schon 50 von diesen Baumstammteilen für ein Bett. Mhm. 50. Ich glaube, ich baue mir mal so eine Fackel, falls ich unterwegs irgendwo mal Licht brauche. Mhm. Einfach mal eine normale Fackel noch bauen. Aber ist bestimmt cool, wenn du damit ein. Wir haben ja einen günstigen Bauplatz hier quasi. Kann ich gar nicht mehr tragen hier. Wir haben einen günstigen Bauplatz. Und da können wir vielleicht dann auch tatsächlich hier das so eine Wassermühle bauen. Ja. Könnten wir probieren. Sag mal, wir brauchen ja unendlich Loks, ne? Mhm. Dann würde ich nochmal Holz sammeln gehen. Willst du einen Wagen mitnehmen? Ja.
Gib mir mal einen Wagen. Er ist in irgendeiner Kiste drin. Ja, ich habe ihn schon gesehen im Haus. Müssen wir halt nur gucken, dass wir irgendwie noch eine Brücke bauen, dass du hier rüberkommst. Also diese Workbench-Stände mit den 700 Metern, die verwirrt mich. Ja, mich auch. Ey, vielleicht haben wir da einfach aus Versehen eine gesetzt. Nein. Da keine Workbench gibt. Wir sind doch gleich losgelaufen. Ich weiß halt auch nicht, was da los war. Ja, viel Langeweile habe, gehe ich mal und guck mal nach. So. Vielleicht steht ja am Startgebiet direkt eine neben einem. Das kann auch sein. Das könnte tatsächlich sein. So, den Karren muss ich jetzt hinbauen, oder was? Na, den nimmst du einfach mit und baust ihn dann dort an der Stelle, wo du halt haben möchtest, baust ihn halt hin. Habe ich gemacht. Und das kannst du im Prinzip wie ein Stockpile beladen. Einfach okay. Dann rechtsklick drauf und fertig. Mhm. Mal kurz hier ein bisschen was wegsinsen. Sonst sehe ich hier plötzlich den Wagen nicht mehr. Boah, also gefühlt der Tag- und Nachtwechsel ist genauso schnell wie in Minecraft irgendwie. Ja, ist hier ständig das ist dunkel. Echt super flott. Bohnen. Weil wir kratzen ja gerade mal an der Oberfläche. Wir müssen ja dann später noch so Öl und ganze anderen Rohstoffe finden. Also Kram, das ist ja... ist das hier? Ah, jetzt. Ach, was ist das Duster hier? Ich bin auch gespannt, was dann noch so an Entwicklungssachen kommen. Also muss ich mal gucken, ob es da vielleicht schon Informationen gibt, was so die Roadmap angeht hier vom Spiel quasi, damit man so ungefähr weiß, was denn noch so geplant ist, mehr oder weniger. Ja, das ist schade. Ich dachte, man könnte die normale Torch irgendwo ranklimmen. Oder hinstellen geht leider nicht. Die leuchtet wirklich nur, wenn man sie in der Hand hat. Das war zu erwarten. Baumfeld. So, wir haben schon mal eine Tür. Ja, geil. Oh, und ich falle schon wieder ins Wasser. So, Na, komm her. Hä? Ach, jetzt habe ich die Schubkarre hier in der Hand. Hoppala, wollte ich gar nicht. Reicht das jetzt hier nicht vom... Okay. Hab so das Gefühl, dass der Dings nicht reicht. Wer reicht nicht? Na, für die Kabel, das Werkbank reicht nicht bis zu dem Holzding da drüben hin. Ist ja ein Witz. Ist ja doof. Ja. Oh, ich falle bestimmt gleich wieder ins Wasser. Ja, natürlich. Komm her, Holz. Wenigstens bin ich so sportlich und kann hier mitten im Wasser Holz hacken. Mhm. Während ich schwimme, wohlgemerkt. So, komm her. Bäumchen. Oh, ist das duster, ey, wirklich. So, okay, jetzt habe ich aber hier... Ah ja, okay, alles klar, Stockpile. Sehr schön. Das heißt, wir können auf jeden Fall ein paar Bretter bauen für unser Fass. Fassbett. Für das Fassbett. Boah, der braucht 10 Minuten, ey, für die Herstellung von den paar Brettern. Mm. Ja, da musst du echt auf jeden Fall dann zusehen, dass du dann halt die Effizienz quasi, oder die, also wo du halt Geschwindigkeit erhöhen kannst, nach oben kriegst, sonst dauert das ein Sekündchen oder 5. Boah, meine Axt ist bald kaputt. Was fehlt mir denn hier? Wir haben auf jeden Fall wenig Fett, das wundert mich aber, weil ich fresse die ganze Zeit ja diese komischen Dinger hier. Die haben ja 6,0. Warum wird denn das nicht mehr mit dem Fett hier? Die haben 6,0 Fett? Mais oder was? Oder Bohnen? Nee, diese Bohnen, da steht da. Hm. Protein 8, Fett 6 und Kohlenhydrate 2. Eine sehr gute Frage. Weil die Mischung aus Bohnen und Mais würde eigentlich theoretisch gut passen. Aber die Frage ist, wie kriegt man diesen Mist weg? Achso, ich habe ja noch so tonnenweise von dem Mann. Wieso ist denn in meinem Magen noch hier das ganze andere Zeug drin? Rote Beete, Campfire, Bienen, okay, Tomaten, ey. Ich habe
weiß nicht, wann ich das letzte Mal Tomaten gegessen habe. Wie kriegt man denn das raus? Hast du die aus Versehen irgendwo? Nein, hier, nein. Guck doch mal, was da alles drin ist. Ich hab schon gesehen, was bei dir da Tomaten, so ist. Tomatensamen. Ja. Tomaten. Ne, Tomatensamen. Ja, ja, ich weiß, keine Ahnung. Wie wird man das denn los? Verdaut man das irgendwann mal? Muss mal Z drücken, haha. Ah, schön. Und da ist das Feuer wieder ausgegangen. Endlich, mal wieder. Boah, Alter, ey, also dieses Holz, also Holz, verdammt, ist echt, denn hier? Ist echt die Hölle. Ist aber schön mit der Fackel in der Hand. Ja, das ist voll praktisch, muss ich sagen, aber du kannst halt da nicht arbeiten, ne? Oh Gott, nee, mir fällt doch natürlich jetzt der Rest vom Baumstamm runter. Schade. Kannst du den mal dann auch freigeben, den Wagen? Ach, ist der nicht freigegeben? Nee. Weil ich glaube, bis hierhin siehst du den doch auch gar nicht. Ich stehe ja neben dir. Ach so, ich sehe dich ja nicht, es tut mir leid. Da, wo der Baum fällt. Moment. Blockt. Weg damit. Jetzt? Guck gleich. Bleib hier. Ja, ich habe auch das gleiche Problem mit dem Baum. Der ist jetzt... Naja. Nee. Nee, da fällt jetzt er. Ist, ja. Oh Mann, ich würde dich so gerne sehen, aber irgendwie... Naja. Jetzt fällt alles runter hier. Toll. Ja, ungünstig geschlagen. Oh Gott, und jetzt geht meine Axt kaputt. Ne, ich habe ja extra von der anderen Seite geschlagen, damit ich hier... Sag mal, hast du was zu essen mit? Nee. Das sind 2 Meter nach Hause, das ist nicht das Problem. Der Weg ist so weit. Baumstamm liegt da unten. Naja, egal. Naja, dann nehme ich das jetzt... Ach nee, willst du es noch voll machen? Na, wir können ja... Ich kann halt nichts mehr jetzt, ich bin zu hungrig. Na, dann geht er erstmal was essen und ich bringe den Wagen dann mit. Okay. Achtung, Baum! Es ist dunkel. Wie konnte man denn... Bin auch verwirrt, weil es gibt irgendwie eine Schnelltaste, um da ranzukommen. So, lecker grilled tomatoes. Kurz ja, gucken. Gibt es hier denn auch Tastenbedingungen und so Kram? Nee, gibt's gar nichts. Warte mal. Kommt doch hier Controls. Place Block. Chatlog, Objectives. Ach krass, oh Moment. Jetzt sehe ich das erst. Ich habe ganz viele Huckleberries gegessen und jedes Mal steht da Skill per Day minus 0,02. Ja, das ist aber nicht so dolle viel. Du hast im Prinzip fast genauso viel wie ich. Ja. Also ich habe jetzt 38,7 am Tag und das 38,4. Das ist fast, also 0,02 oder so ist halt nix. Okay. So, ich lerne jetzt hier Gathering Stufe 1. Ja. Gelernt. Das nächste Mal kostet 10 Punkte. Ich halte es nicht aus. Wie krieg ich denn... Ja? Kann es sein, dass ich den nicht benutzen kann, den Wagen, weil du den nicht freigegeben hast? Ich habe ihn freigegeben. Ich habe das Häkchen unten rausgemacht. Ja, warte mal, jetzt also... Ich komme mal nochmal vorbei. Ach, das... Ist kein Platz mehr drin? Wie kann man denn da reingucken in den Wagen? Weil ich habe jetzt 7 Stück reingepackt, aber es passt nicht. Nee, bei mir steht E. Na doch, jetzt steht da E. Warte mal, zwei Slots. Ja, jetzt steht, warte mal, pack mal kurz hin. Pull Card, aber jetzt stand halt hier. Ja, aber da steht nur Pull Card. Wie kann ich reingucken? Ach, jetzt hier, ich muss oben rauf gucken. Naja, aber jetzt geht's ja. Ne? Ja, aber warum kann ich hier nichts reinpacken? Hier steht Put Locks. Rechtsklick? Ja, mache ich. Geht nicht. Warte mal kurz. Ja, ja. Hat das ein Ding Maximalgewicht? Boah, Alter, das hat 750 Kilo schon geladen. Oh, krass, okay. Na dann. Ja, den müssen wir jetzt nach Hause bringen irgendwie. Wir haben ja keine Brücke. Ja, warte mal, aber hier ist so ein Baumstamm. Vielleicht geht der? Nee. Da kommen wir nicht vorbei. Da bauen wir eine Brücke hier. Ja. Hast du denn gerade eine Holzplanke? Nee, ich muss gerade mal eben holen. Ist ja auch die Frage, ob wir überhaupt mit dem Wagen über so eine Anhöhe rüberkommen. Ohne Rampe. Ausprobieren. Ich befürchte, es wird nicht gehen. Boah. Das ist ja dann richtig gut. Nimm mal den Wagen mit. Wir kriegen ihn nur nie wieder nach Hause. Naja, da müssen wir halt dann entsprechend, ne? Naja. Also ich hätte nicht drüber laufen können. Schade. Ich
hoffe, ich sehe dich beim nächsten Mal wieder. Ja. Das ist voll traurig. Ich fühle mich so allein. Ich weiß, du bist da, aber du bist gar nicht da. Weißt du, wie traurig das ist? Ja. So. Aber die Torch verbraucht sich in der Hand zumindest super langsam. Ach hier, Project Board. Okay. So, ja, dann müssen wir jetzt natürlich gucken, dass wir irgendwie hier mal einen Weg bauen. Mm. Ja, wir müssen echt gucken, wo wir Baumsetzlinge herkriegen. Ja. Sonst würde es nichts. Ich kann meine eigene Steinaxt bauen. Das ist ja praktisch. Soll ich da auch eine bauen? Na, ich habe eine Eisenaxt. Ach so. Weil ich habe das ja geskillt und da kriege ich, glaube ich, von Haus aus eine Eisenaxt. Na gut, aber das ist ja egal. Dann ich arbeite hier mit meiner Steinaxt, das ist auch noch. Mhm. Jetzt hatte ich ja auch nur eine, oder? Ja. Die hat ja lang gehalten. Aber das ist echt toll, dass man, also toll in Anführungsstrichen, dass man die Schaufel nur mit Basic Crafting 2 bauen kann. Weil eine Schaufel auch so super schwer zu bauen ist. Bau mal eine Schaufel in echt. Ja, krieg ich hin. Ich baue eine Papierschaufel. So, hast du jetzt hier so ein... noch so ein Brett? Vom na, eins fehlt noch leider. Ach, ich hab jetzt... Oh, was ist denn mit dem Wagen los? Hä? Was war das denn jetzt? Na, was denn? Der Wagen ist ins Wasser gefallen. Der ist krass, also wirklich gerade richtig krass durch die Luft geflogen. Na, warum, was macht der hier auf der... Warum fällt er ins Wasser? Einfach so, das war richtig krass. Ich bin von hier gekommen, ne? Von hier drüben, laufe und sehe den Wagen nur durch die Luft fliegen und ins Wasser fallen. Mm. Was ist denn das? Der war auch überhaupt nicht teuer, der Wagen, ey, weißt du? Aber... Bist du schon mit dem losgefahren oder was? Nein, ich war auf der anderen Seite. Ich war hier und hab geguckt und auf einmal fliegt das Ding durch die Gegend. Hm. Ich hab den doch nicht automatisch genommen auf die Reichweite. Boah, ey. Hm. Na, zum Glück ist ja auch der ganze Wagen mit dem ganzen Holz jetzt weg. Scheiße. Was ist das denn jetzt hier? Na toll. Hm. Haben wir noch einen Wagen? Nee, der war teuer wie Sau, ey, weißt du? Oh Manu. Vor allem, da waren, weiß ich nicht, 100 Holz drin oder so. Boah, ich sammle jetzt das ein, was ich hier noch finden kann. Boah, weißt du, wie schade das ist? Ja, das brauchst du mir nicht sagen. Na, aber wirklich auf einmal, zack. Also, kann ja sein, dass... Ist der, aber ist der irgendwo gelandet? Kann man den im noch, Wasser, der ja, ist kann einfach nur ins retten? Wasser gefallen. Nee, ich glaube nicht. Ich guck jetzt nochmal. Doch, hier ist er, hier unten. Echt? Aber ich komme nicht ran. Ja, ich komme nicht ran. Scheiße. Wagen. Ah, jetzt habe ich hier schon... Oh, ich sehe ihn auch. Komm her. Ich habe ihn. Warte. Nein. Komm wieder her. Ja, man taucht halt immer gleich wieder auf, ne? Ach, Mann. Jetzt. Jetzt ertrinke ich wahrscheinlich. Egal. Hallo. Ich komme hier nicht mehr hoch, ne? Oder? Also es wäre kurios, wenn ich mit dem Wagen auftauchen könnte. Gibt es denn hier irgendwo eine Stelle, wo ich mit dem Wagen hinkomme, aber irgendwie... Nee. Ziehst du den gerade? Na, ich habe probiert, den zu ziehen. Ging aber nicht. Hier unten ist der. So, und jetzt kann ich ihn nicht mehr hier... Doch, jetzt, warte mal. Er bewegt sich, aber das Problem ist halt, ich kann damit nicht auftauchen. Ich weiß nicht, wo ich landen werde. Ich ziehe ihn auf jeden Fall noch. Und ich kann zum Glück nicht ertrinken, oder? Nee. Wo rennst du? Ich sehe dich nicht. Oh Gott. Ey, ich komme am Arsch der Heide raus. Das ist nicht so schön. Naja, am Meer. Warte mal. Hier komme ich da bestimmt hoch. Ja, ich würde dir gerne helfen, wenn ich dich sehen würde. Wenn ich wüsste, wo du bist. Warte mal. Komm her, Wagen. Der ist zu schwer, ey. Widerspenstige Wagen. Ich glaub das nicht. Was soll denn das? Ich kann mit dem richtig weit runter zum Wasserfall. Was bringt der nichts? Aber ich komme jetzt hier halt auch nicht mehr hoch. Das ist halt das Problem. Hallo? Hallo? Hilfe. Ich weiß nicht, wo du bist. Hier, warte, ich tauch mal auf. Du siehst mich ja. Ja, aber keine Ahnung, wo du bist. Warte mal, Karte gucken. Ja.
Okay, aber da oben bist du. Ist nicht so weit weg. Wo bist du denn hingeschwommen? Ich bin einfach den Fluss entlang. Ja, was in die andere Richtung? Naja, ich bin runter und dann... Ich sehe dich ja eh nicht. Aber du siehst ja mich, ne? Bist auf jeden Fall... Ach, da drüben bist du. Ja. Ja, dann komm mal vorbei. Ja, ich sehe den Wagen unten. Aber können wir da unten nicht... Können wir nicht einfach mal hier kurz was abgraben und das wieder neu graben? Also, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was ich meine. Ich habe keine Ahnung, ob das geht. Kann man hier Dreck reinkippen ins Wasser? Denk dran, alles hat hier eine Folge. Ach, ich ja, wir haben ja gleich einen Staudamm, ey, weißt du? ich würde gerne... Geil. Oh Mann. Ich habe übrigens gerade gesehen, dass ich schon eine Eisenschaufel habe. Das war schön. Wann habe ich die denn bekommen? Oh Gott, ey. Warte mal. Eine Eisenschaufel ist wahrscheinlich durchs Digging, was du gelernt hast. Ach, geil. Ja, hätte ich ja mal vorher dran denken können. Oh je. Oh Mann. Ich versuche jetzt also... Na, ich sehe dich wieder. Ich sehe dich. Hä? Moment, jetzt bist du bei mir unter Wasser? Ja, ich war gerade unter Wasser. Oh, jetzt bin ich schon wieder hier unten. Also. Ja, du schwimmst ja auch bei mir im Wasser, ja. Ja. Ist ja lustig, aber ich sehe halt nur, dass du an einer Stelle hängst. Das ist so ein bisschen das Problem. Hm. Ja, wahrscheinlich wäre es schneller, wenn wir einfach einen neuen Wagen bauen, ey. Ja. Ja, keine Ahnung. Warte mal kurz. Action mit dem Wagen. Was ist denn, wir können den doch einfach leer machen. Können wir den da nicht einfach aufheben danach? Können wir natürlich probieren. Komm, dann. Ich muss mal runterkommen hier. Ja, das ist echt schwer. Ja, eigentlich mit Steuerung. Mit Steuerung, ja. Und dann kurz erwischen. Jetzt habe ich den umgekippt. Ja. Schön, ich wollte gerade was aufheben. Komm doch mal her! Oh, ich baue mich hier gleich ein, ey. So, und wie kann ich das jetzt nehmen? Ah, das Problem ist, wenn du halt, du musst halt echt schnell drücken, sonst kommst du nämlich nicht ran. Na super. Mhm, okay. So, dann mal schnell. Du tauchst nämlich automatisch mal auf. Ja. Ja, mein Problem ist nur, wie kriege ich das so schnell auf meine Carrying-Dingens? Na, ich hab's gerade hingekriegt einmal. Oh, da wird er mir schlecht bei hier. Ich sag der abbauen und einfach neu bauen. Oh Mann. Aber wenn ich den jetzt einfach mal abbaue mit dem Hammer, liegen dann die Loks einfach daneben? Komm, wir testen das mal. Warte mal, wo ist sie? Ich teste das. Ich muss nur den Wagen treffen. Hui. Ich befürchte, die Loks sind einfach weg. Ich glaube das nicht. Warum sollten die weg sein? Boah, hallo, tauchen! Ich habe auf jeden Fall gerade Loks in der Hand. Mhm. Was ist denn? Warte mal. Du kannst doch hier... Wo geht's denn hier nach Hause? Du kannst da einfach... Nimm da einfach die Axt in die Hand, ne? So ganz clever. Axt in die Hand nehmen, runtertauchen, mit der linken Maustaste draufschlagen, dann nimmst du ja... Da steht ja Take da. Ja, das ging auch gerade mit dem Hammer. Ja, dann nimmst du das Zeug raus. Ja, ja, mach ich ja gerade. Ach, ja. Boah, was für eine Aktion, ey. Hoch auf dem gelben Wagen, sag ich nur, ey. Ich glaube auch. So, schnell wieder weg damit. Boah. Einmal den Wagen leer machen, bitte. Aber wirklich, also ich muss mir das nochmal anschauen, wie das aussah, als der Wagen da irgendwie durch die Luft geflogen ist. Ob das wirklich aus Versehen ein Graben war oder so und dann... Kann ja gut sein. Das war die Vorfreude vom Wagen. Mhm. So, komm, take. Oder ist der jetzt nicht mehr drin, doch. Na, guck mal. Ist ja nur noch ein kleiner Rest übrig. Ey, hoch. So. Mann, Mann, Mann. Was für eine schwere Geburt, sag ich euch, ey. Oh, falscher Weg. Na, ich begradige das schon mal ein bisschen, dass wir die ganze Zeit hüpfen müssen hier.
der Tag ist bestimmt auch bald wieder um. So, du bringst den letzten Rest mit? Ja, hole ich gleich noch. Oder, naja, gut, nee, ich kann ja auch noch einmal gehen. Ist ja kein Problem. Ich bin ja auf dem Weg hier. So, ist hier noch was? Nee, hä? Schon alles weg? Na, im Wagen dürfte nicht mehr so viel drin gewesen sein. Nee, der Wagen ist auch gar nicht mehr da. Ach, ich habe ihn schon im Inventar. Aha. Na, das war super. Ja, dann würde ich sagen, ab nach Hause. Ach so, das Bett wollte ich noch hinbauen. Stimmt, bauen wir noch das Bettchen hin. Hast du eigentlich hier, guck mal, ein Setzling gesetzt? Nee, ne? Nee, das sind so kleine, ich glaube, das sind die Huckleberry-Büsche. Echt? Nein, das ist ein Baum. Ein neuer Baum, der da wächst. Warte, ich zeig dir das gleich nochmal. Habe ich mich woanders auch schon gesehen? Das ist kein Huckleberry-Busch. Ja, ich weiß, aber ich habe das nicht gebaut. Dann wachsen die von alleine neu wahrscheinlich, wenn man sie fällt und dann gibt's da so ein paar. Ja, müssen auf jeden Fall gucken, dass wir deutlich mehr noch zurecht sammeln. Ja. Diesen komischen Setzling. Auf jeden Fall. So. Okay, ich packe den Wagen. Fünf Minuten dauert das Bett. Wie viel? Fünf. Uiuiui, ich dachte, du hast doch schon nichts gebaut. Nee, hallo, wir mussten ja Wagen retten. Wagenrettungsaktion. Naja, aber wir haben diese paar Loks rausgekriegt. Im Meere hin. Ich traue mich gar nicht, mit dem Wagen nochmal loszuziehen, ey. Das geht doch nur in die Hose. Ehrlich jetzt. Oh, hier gibt es noch Steine und Bohnen. Weil wir haben gefühlt hier tonnenweise Holz gesammelt und es ist so schnell weg, das Zeug. Wie viel haben wir denn hier? Hunlock? Nix, ey. 40. Wir bauen hier schon 2 Jahre für ein Haus, ey. Boah, guck dir mal bitte an, wie voll hier unser Bereich ist, ja. Das ist halt nur Gold und so ein Dreck und Stein und Kupfer, aber nichts Sinnvolles. Nichts, was man braucht. Nee, das ist das Problem an der ganzen Sache. Ich pack die Kohle mal raus. Die brauchen wir nämlich nicht da an der Stelle. Die kann ich hier hinten auf hinpacken. Ja, man muss auf jeden Fall für Holz ein bisschen laufen. Ja, deswegen macht es ja eigentlich Sinn, wenn wir halt irgendwie gucken, dass wir die Setzlinge rankriegen und dass wir die hier vielleicht direkt vor der Haustür anpflanzen. Ja, auf jeden Fall. Ja, so einen kleinen Wald. Ach, hier, so ein Ding meinst du hier, so einen kleinen. Aber der steht ja, schon, aber der steht ja schon Ewigkeiten da. Der braucht ja sicherlich auch ein bisschen, bis er gewachsen ist. Der Kalo. Kann man loswachsen, der Kleine. Das ist hier vorne normale Steine, ja, ne? Ja, nee, das sind normale Steine. Ja. Ja. Oh, geile Aussicht von hier oben. Hier können wir auch ein schönes Häuschen bauen, ey. Idyllisch. Baumfeld. Da unten ist Steppe. Ich glaube, da kriegt man wieder Maiskörner und sowas. Die Beetlex hier unten auch noch. Sollen wir halt nur noch irgendwie gucken, dass ich da irgendwie eine Rampe bauen, weil das ganze Zeit, oder das ganze Rumgehüpfe die ganze Zeit kostet halt echt Kalorien ohne Ende. Ja, und vor allen Dingen wirklich, weil wir einfach die Bäume nicht so in der Nähe fällen können. Bist du auch immer noch eine Weile unterwegs hier. Ist das Ding eigentlich irgendwann mal voll? Hat das auch eine Kapazität? Ja. Steht aber nicht bei. Na, siehst du, die Slots. Ach so, ja, die Slots, okay. Aber keine Gewichtskappe, die hat nur der Wagen. Sonst rollt er nicht mehr. Oh Gott, mein Essen. Dein Essen ist echt eine wahre Freude. Ey, mal kurz hier noch ein paar Beeren verdrücken. Die sind zumindest für einen kurzen Snack okay. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall ja noch für den für das Schlafzimmer müssen wir auf jeden Fall noch irgendwie ein bisschen mehr Holzbretter bauen. Boah, du brauchst so viel Holzbretter, unglaublich. Warum? Was? Warum müssen wir das? Ja, willst du unter freiem Himmel schlafen? Ja, schön. Ich weiß jetzt nicht, wo das Problem ist. Schöne Aussichten. So, das Bett ist in 1 Minute 16 fertig. Ich bin gespannt, wie es aussieht, ob es wirklich wie ein Fass aussieht. Oh, und wo schläfst du so? Oh, im Fass halt. Oh, ich kann
nur maximal 20 Loks tragen. Ich weiß gar nicht, ob man das irgendwie erhöhen kann. Du hast ja eine, glaube ich, Maximaltragekapazität. Das ist ja hier unten diese Anzeige. Inventar 6,8 von 30 Kilo. Aber ich weiß nicht, ob man die normale Kapazität irgendwie erhöhen kann durch, weiß nicht, so ein indem du halt regelmäßig hier, ja, indem du halt regelmäßig Bäume schlägst. Das bringt ja Muckis. Vielleicht hilft das dabei. Also da hat hier so nichts getan bisher. So, gut. Was machen die Betten? Ist gleich fertig. Und ich bin gespannt, ob das irgendeinen Bonus schon gibt. Aber wahrscheinlich nicht, weil der Raum ja noch nicht fertig ist. Das ist ja kein, das ist ja plötzlich kein Schlafzimmer. Raum, ja. Also ich bin ja schon dabei, irgendwie noch was zu craften. So, erstmal hier aufgegessen. Oh, aufgegessen. Weil das wäre nämlich ganz cool, wenn wir das noch hinkriegen mit dem Bonus. Damit wir nämlich beim nächsten Mal einlocken schon mehr Punkte haben. Ich weiß natürlich nicht, wie viel Bonus das gibt. Mehr geht noch nicht. So, ich warte nur aufs Bett. Mhm. Wo auch immer du rumrennst. Na, ich war gerade noch Holz sammeln, damit ich noch notfalls jetzt auch gleich die Wände hochziehen kann. Mhm. So, okay. Ah, hier. Ah, okay. Na, das ist extra da vorne. Extra für Kohle. Na, wegen dem Mineneingang. Weißt du, da vorne gleich. Damit es nicht so weit weg ist. Dass wir hier gleich rauskommen können und Zeug werfen können. Erz und so ein Kram. So, wo ist das Bett gelandet? Ist das fertig? Irgendwo ist es gelandet. Die Frage ist, wo? Da ist ein Bett. Fass. Na dann. Gucken, wo es landet. Bist du im Außenbereich? Wahrscheinlich. Bist du irgendwo hier? Oh, da. Ein Bett. Open. Oh, ja, okay. Zwei Kreuze. Contained within a room. Ja, das geht halt noch nicht. Und 0 von 6 Tier 1 plus Materialien. Ja, es ist halt nicht so bequem, ne? Aber das kann man ja auch nicht ändern. Aber, ja, ach nee, der Raum muss das haben. Ja, okay, wahrscheinlich wird das auch erfüllt, wenn der Raum komplett ist. Auf jeden Fall haben wir jetzt aber schon ein Kuschelbettchen hier. Können ja... Eben, ich würde mal echt interessieren, wie viel Bonus es bringt. Hm. Wer weiß. Da, 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 da. Hast du jetzt noch das zweite fertig eigentlich? Oder? Nee, hallo, wir haben gar keine Rohstoffe dafür. Ach so. Naja, dann müssen wir die beim nächsten Mal ranzotteln. Ich würde aber sagen, wir sind jetzt erstmal durch für heute. Mhm. Und wir hoffen, ihr verfolgt auch weiterhin, wie sich hier so unser kleines Häuschen gestalten wird und unsere Umgebung. Und wir müssen ja noch so viel Neues hier erkunden und skillen und natürlich auch schauen, dass wir uns irgendwie vor dem Kometen schützen, der da oben schon wieder rumfliegt. Siehst du ihn auch am Himmel? Ja, doch, ich glaube, ich habe ihn gerade bei dir gesehen. Ja, da oben ist er. In 29 Tagen, 18 Stunden und 48 Minuten. Mhm. Oha, das wird spannend. Also dann, ihr Lieben, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht euch bis dahin eine schöne Zeit. Jo, ciao. Tschüss.